nicht unterschätzt, wussten genau, was auf uns zukommt, dass es eine ganz unangenehme Mannschaft ist. Das haben die ganze Saison schon gezeigt und ich glaube, man hat gesehen, dass wir es auch nicht unterschätzt haben. Erste Halbzeit noch ein paar Probleme gehabt, aber hinten raus, glaube ich, sehr souverän. Ja, also nach der roten Karte war das Ding eigentlich im Kasten, ne? Ja, rote Karte und glaube ich das 2-0, das dann direkt darauf folgt, das war der Knackpunkt und trotzdem haben wir, glaube ich, das richtig gut zu Ende gespielt, 5 Tore gemacht, das muss man auch erstmal schaffen und deswegen kann man, glaube ich, heute für den Moment zufrieden sein. Ja, die Motivation lag dir jetzt ein bisschen auch darin zu zeigen, ihr könnt es ja doch besser, als ihr es in Mannheim gemacht habt? Warum? Also ich glaube, wir haben in Mannheim ein richtig gutes Spiel gemacht, also hier ist, daran ist keiner zerbrochen, wir sind jetzt nicht nach Hause gefahren und haben gesagt, scheiße, waren wir schlecht, sondern wir sind nach Hause gefahren und haben gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, der Gegner war besser und Dienstag ist die nächste Chance und so haben wir heute gespielt. 5-0 gewonnen, glaube ich, eine gute Antwort gezeigt. War wieder gut, mal in der Startelf zu stehen. Hat Spaß gemacht, auch wenn es schwer war nach dem Samstagspiel, ist ja klar, auch reinzukommen. Aber ich denke, das haben wir jetzt souverän gemeistert mit dem 5-0-Sieg. Ja, ich kenne ein paar von Balingen, ist ja ganz in der Nähe von meiner Heimat und deswegen kenne ich da ein paar. Ja. Und du rechnest dir weiterhin einen Stammplatz aus? Ich meine, es ist schwierig. Die anderen zwei machen es einfach gut momentan. Jetzt heute beide wieder getroffen, der Gilly kommt rein, macht gleich wieder ein Tor. Für mich ist es momentan schwer, aber ich gebe einfach Gas und ich warte auf meine Chance, so wie heute. War ein bisschen schwierig, auch noch so lange Zeit wieder reinzukommen, zu spielen, aber ja, ich habe Gas gegeben und ich warte weiterhin auf meine Chance. Ja, und du hast ja auch Pech gehabt mit dem einen Kopfball, ja, der genau, war ja eigentlich, genau. hat er gut gehalten, ja, gemacht, ja, ne? Ja. Hallo zusammen. Ja, zunächst Glückwunsch an Dirk und seinen Jungs. Verdienter Sieg, da brauchen wir heute nicht diskutieren drüber, über die Höhe eventuell. Man hat unseren Jungs schon angemerkt, dass sie ziemlich platt waren heute, dass einfach die Regeneration zu kurz war von Samstag zu heute im Spiel gegen Freiburg. Wo wir wieder sensationell gespielt haben, vor allem Gegenball war sehr laufintensiv am Wochenende und das haben wir heute leider zu spüren bekommen. Wir sind nicht so ins Spiel gekommen wie die letzten Wochen und trotzdem haben wir zumindest hinten raus in der ersten Halbzeit Saarbrücken ein bisschen aus dem Tritt bekommen, aus ihrem Spiel raus, waren dann viele lange Bälle. Ich denke, das war nicht Ziel vom Dirk als Vorgabe. Man hat es dann zweite Halbzeit klar gesehen. Direkt am Anpfiff waren sie wieder hellwach. Dann sind wir gar nicht mehr nachgekommen. 0-1 geht in Ordnung zur Halbzeit. War natürlich eine Situation, habe es nur auf Video gesehen, Spiel in Mannheim, wo es aus meiner Sicht auch ein klarer Elfmeter war. Bringt natürlich jetzt Saarbrücken und Dirk heute nichts mehr. War heute eine ähnliche Situation, kurz vor der Halbzeit. Da kann natürlich eine Mannschaft wieder aus dem Tritt kommen. Es waren viele Emotionen drin, gerade kurz vor der Halbzeit. Und das haben wir leider nicht nutzen können. Spieltechnisch war Saarbrücken Haus auch überlegen heute. Und natürlich mit der roten Karte von Pat Lauble, die absolut okay ist. War eine dumme Aktion von ihm. Mit 10 gegen 11 auf dem Niveau haben wir natürlich gar keine Chance mehr gehabt. War vielleicht auch noch bei den Jungs ein bisschen Frust drin aus dem Hinspiel noch, wo wir auch sensationell gespielt haben mit dem 2-1 in Reutlingen. Ich denke, die Jungs wollten noch ein paar mehr Tore erzielen heute und mit jedem Gegentor war die Verunsicherung dann ein bisschen größer bei uns und bin froh unterm Strich. Hört sich zwar nach einem ordentlichen Brett an, 0-5, aber dass nicht noch mehr geworden sind, war eine kuriose Szene mit dem Freistoß, mit dem direkten. Viele wussten es nicht, dass es kein Tor gibt. Aber im Anschluss haben sie es dann gleich korrigiert nach dem Eckball. Und ja, ich bin einfach stolz auf unsere Jungs, was sie bisher abziehen in dieser Runde als reine Amateurmannschaft. Wir stehen sensationell da mit Platz 10, mit 32 Punkten. Am Samstag wird wichtiger. Jetzt mal schauen, wie wir die englische Woche verkraften können. Wir sind unserem Ziel, ja, noch nicht ganz nahe, aber ziemlich nahe. Und leider von Dirk ist das Ziel ein bisschen weiter weg, aber im Fußball kann viel passieren. Drücken Dirk und seinen Jungs auch, ja, die Daumen, dass es noch spannend wird da vorne. Ist natürlich sehr eng oder wird sehr schwierig, aber für mich war das Spiel am Samstag sehr gut von Mannheim und von Saarbrücken ab. Saarbrücken deutlich besser gesehen, bringt da wahrscheinlich nichts zurück, aber ich glaube, besser gesehen hätte es verdient gehabt, aber ja, kann man leider nichts machen. Drückt euch trotzdem die Daumen. Aus unserer Sicht hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr noch sehen. Gucken wir mal, wie es weiterläuft. Viel Erfolg noch. Danke. Vielen Dank. Dirk, dein Statement bitte. Ja, ich fange jetzt mal über die an, Ralf. Vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, ein bisschen Abstand, du aus Balingen, glaube ich, dass du das sehr neutral und auch sachlich einstellst, auch gerade wie unsere Situation ist und vor allem auch das Spiel nochmal Mannheim.
deswegen tut das trotzdem gut, auch wenn wir dadurch jetzt nicht die 3 Punkte kriegen, aber es tut trotzdem gut, dass so ein bisschen anerkannt wird, dass wir trotzdem hier gute Arbeit machen und gute Mannschaft am Platz haben und versuchen immer wieder gut zu spielen. Ich denke, heute war eine ganz besondere Situation. Nach der Enttäuschung von Samstag war es für die Mannschaft, für uns alle, glaube ich, nicht ganz so einfach, da heute so richtig in die Spur zu kommen, die richtige Einstellung zu dem Spiel zu gewinnen. Da haben wir natürlich trotzdem die letzten 24 Stunden vor allen Dingen darauf hingearbeitet, dass wir es hinbekommen. Und ja, von daher sage ich der Mannschaft herzlichen Glückwunsch, Kompliment dafür, weil ich einfach glaube, heute gab es mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und die Mannschaft hat das gut gemacht heute. Ja, nicht glanzvoll lange Zeit, gerade in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass so ein bisschen der Zug raus war, auch wenn wir früh in Führung gegangen sind, aber so die letzte Konsequenz in den Zweikämpfen hat mir da schon gefehlt, die letzte Konsequenz nach vorne zu spielen, auch spielerisch nach vorne zu kommen, hat mir schon gefehlt, das haben wir in der Halbzeit angesprochen und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit also richtig gut gemacht, natürlich dann auch mit der Überzahl, mit dem 2-0 dann direkt danach, hast du dann schon gemerkt, dass die Jungs auch auf einmal Bock hatten, wieder Fußball zu spielen und haben schöne Tore erzielt, waren gierig darauf, auch noch das eine oder andere Tor nachzulegen. Und dementsprechend können wir heute sehr, sehr zufrieden sein. Und ja, jetzt geht es am Samstag oder am Freitag schon weiter gegen Pirmasens. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Horst versteckt sich ein bisschen, aber das Mikrofon ist in der Nähe. Das war Wechsel, der Aufstellung, wir hatten gestern schon darüber gesprochen, was waren jetzt genau die Gründe, warum die Spieler auf dem Strauß sind? Frische Spieler, Spieler, die heiß sind, Spieler, die eine gewisse Freude auch mit in das Spiel bringen, ohne den Frust vielleicht extrem von Samstag zu haben. Einfach auch da das eine oder andere mal zu verändern. Und ich kann auch nicht den Jungs immer wieder vorhalten oder erklären, dass wir eine ausgeglichene Mannschaft haben. Und dann wendest du das in der englischen Woche nicht an. Also dementsprechend denke ich, gehört das dazu, dass wenn man die Möglichkeit in der englischen Woche mal hat, ein bisschen zu wechseln, dass man das auch wahrnimmt. Gibt es weitere Fragen? Daniel, ja. Dirk, dein Trainerkollege hat es angesprochen, die kuriose Situation beim Freistoß. Kannst du die richtig sofort? Ich war froh, dass der Linie vor mir stand. Also ich bin jetzt auch schon 3 Tage dabei, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Aber ich hatte eigentlich noch gedacht, er geht vom Pfosten ans Bein vom Torwart. Und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass es dann zählen muss. Aber Schiedslinienrichter hat mich dann sofort aufgeklärt, dass aus einem Vorteil kein Nachteil entstehen darf und dementsprechend dann mit Ecke fortgeführt wird. Hat er gut reagiert, ich hätte es nicht sofort gewusst. Gibt es weitere Fragen? Dominik noch, ja. Ja, die Argumentation des Schiedsrichters war, er hat den Kontakt gesucht. Also wenn man Kontakt sucht, scheint keine Berechtigung dann auf dem Elfer zu sein, auch wenn man umgehauen wird.